Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Vermisste Schätze Spuren von Schatzzone 3 im Ardravi-Tal. Und ja, das befindet sich links von Ormos quasi, der Hafenstadt. Und ja, packen wir die Seele hier aus und suchen unsere Candies, würde ich sagen. Und ich habe jetzt auch den Teleportationspunkt hier wieder ganz oben freigeschaltet, weil ich mir ziemlich sicher bin, wenn man den freigeschaltet hat, wird das Ganze deutlich angenehmer. Weil man sich dann einfach immer wieder nach oben teleportieren kann. Und dann, ja. Oh nein. Glück gehabt. Servus. Was passiert eigentlich, wenn man noch was einsammelt? Ach, das geht sogar. Ach so, okay. Man kann sogar weitere Bonbons einsammeln, während man schon... Ah, das heißt, man kann erst alle Bonbons einsammeln und dann erst die Schätze öffnen. Das könnte man auch machen. Das spielt im Endeffekt keine Rolle, aber ich meine nur... Okay. Zwei von drei. Gehen wir mal wieder hoch und gehen auf die andere Seite oder so. Wahrscheinlich leichter, da wieder Bonbons zu finden. Oder auch nicht. Ach so, weil ich meine Seele ja nicht mehr ausgepackt hatte. Ich wollte schon sagen, was zum Teufel. Oh. Und noch ein letztes Ding. Oh, Candy nur. Oh nein, den kriegen wir nicht. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Weil der Stein da ist in der Luft, oder? Das ist kein Stein, aber was auch immer es schwebt in der Luft. Okay. Komm schon. Let's go. Let's go! Das war's. Das war die Schatzzone 3. Bereits gefundene Schätze 3 von 3. Alright, im Ardravi-Tal. Weil es irgendwie keinen Sinn ergibt, warum heißt das Ardravi-Tal, wenn es im Endeffekt ein riesiger Berg ist und nur ganz wenig Tal? Irgendwie unlogisch, nicht?
Na egal, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.